Yes, ja, Hussetjong! Willkommen zu noch einer Edition von East TV. Ich stehe hier gerade in der Area von Twyfelfontein. Das ist so im Nordwesten von Namibia. Ist ein bisschen heiß, aber ihr wisst ja, was ich alles für euch mache. Ich gehe all out. Heute habe ich ein ganz, ganz interessantes Ding. Ich will euch was zeigen, was 6000 Jahre alt ist. Und zwar Buschmanns Zeichnungen und Eingravierungen. Und das kann ich euch natürlich nicht alleine zeigen, weil ich weiß nicht genau, wo diese ganzen Zeichnungen sind. Dafür ist mein Man Dion ist da. Und der wird uns jetzt gleich hier ein bisschen durch den Busch nehmen und durch die Berge und zeigen uns, was, wo genau diese ganzen Zeichnungen sind. Bevor es aber an, will ich so ein bisschen Informationen geben. Dion, how old are these engravings we're going to look at now? Actually, the engravings are plus minus 6,000 years old. Okay. And then the paintings are around 2,000 okay. years old. Yeah. 6,000 Jahre alt sind diese engravings und die Malereien sind ungefähr so 2,000 Jahre alt. Now, the area, did it always look like this? Actually, in the past, the climate was more different than today. Yeah. It was much greener and then there used to be lots of water around. Okay. That's why animals used to come here for water and food. Ah, okay. And just to hunt these animals down, the Zan people were also coming around here. Okay. That's the time that they do these rock engravings and paintings and as well. They are the ones that made that. Yeah. Okay. Also vor 6000 Jahren sah das hier noch ein bisschen anders aus. Ich glaube, da hatten die mehr Palmen hier und Wasser ist hier lang gelaufen und all so ein Zeug. Und deswegen waren hier auch die San, die Buschleute, die ältesten Leute in Afrika, also die ursprünglichen Leute, die aus Afrika kamen. Und die haben auch diese ganzen Zeichnungen gemalt. Aber bevor ich hier noch weiter talk, komm, wir checken uns mal welche an. Okay, where are you going? So Dion, was sehen wir hier hinter mir? Was erzählen die uns? What are they telling us? Actually, all the paintings have been done by shamans. Okay. Because they were very special for them. So that's why they were using animal blood. If they were not having blood, they were using ochre stones, okay. mix it with bone marrow or animal fat, or sometimes okay. they were using ostrich egg white, mixing okay. with other two, yeah. and they were doing paintings. And then once you look at the one standing upright, just behind that there is a painting of a giraffe, and above the giraffe there is a white painting of an eland antelope. This one. Yeah. And just under the back leg of an eland, there we have got two pots on the fire and underneath people dancing around there. Okay. Yeah. Also hier kann man zwei Pötte sehen, die auf dem Feuer sind. Darunter sind ganz viele Leute, die tanzen. Das heißt, das war eine große Party, die die gehabt haben. Und die Leute, die das gemalt haben, waren nicht einfach nur die normalen Buschmänner, sondern es waren die quasi die Medizinmänner. Die haben sich dann irgendwas reingezogen, wurden dann sehr high oder haben meditiert. Und dadurch, das, was die gesehen haben, haben die dann hier auf die Markierung gemalt. Diese Zeichnungen sind aber so um die 2000 Jahre alt, ne? 2000 Jahre. Ja, genau. Okay. Das heißt, die Leute, die haben hier gesessen, Biggie gemalt, bisschen Biltong gegessen und dann eine neue View gehabt. Das ist cool. Jetzt imagine, man würde so mit einer Time Machine 2000 Jahre zurückgehen und dann mit denen hier sitzen. Mit dem iPhone sagen, hier, warte mal, ich muss mal Fotos nehmen. That's cool. I like it, man. This is really interesting. Wie viele engravings sind hier in der ganzen actually, Area? Actually, more than 6,000 rock faces with engravings were discovered. Yes, 6,000. So these guys were painting. They were doing their job. Yeah. Yeah. Also nicht so wie wir heutzutage auf Photoshop ein bisschen was malen. Hier gibt es 6,000 Buschmann-Zeichen in diesem ganzen, in this valley, ne? Der ganzen, just in this valley. In der ganzen Bergen hier in der Umgebung. 6000. Und ich glaube, die halten auch ein bisschen länger als irgendwas, was wir da auf Paint malen oder so. Ja, okay. Das ist der bekannte Stein, der heißt auch Wave Rock, also die Steinwelle oder der Löwenmund. Weil das wie so ein, ne, so ein Löwe mit den Zähnen da vorne ist. Also ich bin hier jetzt zum ersten Mal und ich habe gedacht, ah, hier war ich schon mal, nur weil ich ja schon auf so vielen Postkarten gesehen habe. Sehr schön auf einmal. Diese Formation, die bildet sich natürlich nur, weil durch ganz viel, über die Tausende von Jahre, Millionen von Jahre, weil das Sandstein ist und dieser Sandstein, wo
wurde geformt durch Druck von der Eiszeit, wenn ich jetzt nicht scheiße laber. Das war eigentlich mal eine Wüste vorher und das ist eigentlich so richtig Wüstensand, der durch ganz viel Druck zu einem Stein wurde und dadurch diese Parts, die halt nicht so fest sind, die werden natürlich einfacher von, wenn ihr es mal hier mal regnet oder den ganzen Wind weggeweht und dann kommt so eine schöne, so ein schöner Look raus. What is this? This is an old hand pump. Okay. That has been made by Master David Levin, who used to be the farmer here. So the well is just 6 meters deep only, and it has got nice fresh water. So I can drink this? Yeah, that's good for human consumption. Sure. I'm thirsty. Give me something. Ich werde jetzt Wasser trinken, was 6 Meter tief aus dem Gestein rauskommt. Und für alle die, die immer denken, das beste Wasser kriegt man im Supermarkt in den Botteln. Bullshit. Dieses Wasser ist das beste Wasser, was du ever kriegen kannst. Wenn du mich jetzt vergiftest, ne? We have a problem. Okay, here we go. Sure. Okay. Ja, tastes good. Ja, jetzt wow, das schmeckt richtig gut. Und das hätte man nicht geglaubt, dass man hier mitten in der Wüste steht und dann 6 Meter tief auf einmal hier so ein leckeres Wasser. Das ist so very refreshing, lecker kühl. Ja. Okay, Buschmann-Zeichen, here we come. Das, was wir hier sehen, 6000 Jahre. Guck, also das, die Ägypter und so, ich war sehr impressed, als ich bei der Pyramide stand und die waren 4000 Jahre. Aber hallo, in Namibia haben wir 6000. Ja, yeah, so, the engravings were done for different reasons. Okay. So, some engravings have been done by shaman and then some engravings were done by other ordinary people for communication purposes. The two big ones, two dotted ones in front of a kudu. Ja. Yeah. Could be the permanent water hose, like the fountain. Okay. And then the smaller one might be the other water hole in the area. Okay. On the right hand side, we've got the circles with arrows, mm-hmm. which are also used today in medicine. Yeah. They were the symbol. Boy or girl. Yeah. So those signs were already used. So did the Bushmen basically create those signs? For sure. Yeah. Also diese Zeichen, die ihr da oben seht, mit dem Kreis und dem Pfeil dran oder dem runden Kreis, die werden heutzutage noch gebraucht für männlich oder weiblich und das haben die Bushmänner hier erfunden quasi. Wie weißt du das? How do you know what you're saying is right? Actually, all the data, the information that we are telling the guests are collected from the same Sun people. Which they still use today. Actually, they are. Maybe. The Sun and then the Himbas are the only people that are still living nomadic life today. Yeah. So they are still using those signs today. Okay. Yeah. Also wenn ihr jetzt denkt, dass wir hier Scheiße labern, dass es gar nicht stimmt was und dass wir es alles nur ausdenken, obviously ist das nicht so, weil diese ganze Information, die kriegen, haben wir von den Bushmännern und den Himba, die heutzutage noch traditionell leben in Namibia, also eigentlich die einzigen zwei Völker noch, von denen haben wir diese Information her, was das bedeutet, weil die das durch ihre Vorfahren noch so ein bisschen im System haben. Ne? So, ja. Yes, ja, also das war East TV heute. Danke, dass ihr reingeguckt habt. Ich habe euch Zeug gezeigt, Bushmann-Zeichnungen, die 6000 Jahre alt sind. Ne? Das ist wirklich echt cool. Ihr solltet hier auf jeden Fall hinkommen, wenn ihr nach Namibia kommt. Thank you, Björn. Thank you very much, man. This was I learned a lot. Ich habe sehr viel gelernt heute und auch gemerkt, dass wir jetzt heutzutage, wir denken, wir sind wirklich die coolsten Menschen der Welt. Damals gab es aber auch noch sehr, sehr viele coole Menschen. Zum Beispiel die Bushmänner, die hier gelebt haben. Und ja, ist auch immer nice, wenn man mal neue Sachen lernen kann. Danke, dass ihr reingecheckt habt. Bis nächste Woche. Das ist Dion, mein Name ist Is. Awetara.